Wer hört mit? Wer ist dabei? Wir wollen jetzt die Splatoon News abgeben. Ja, live auf Sendung. Wunderbar, dann fangen wir mal irgendwo nirgendwo. Ei, ei, ei. Ei, ei, frisch reinkommen, super wichtig. Was gibt's denn? Splatfest-Ankündigung. Ei, 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 es gibt mal wieder ein Splatfest-Tippie-Party. Was ist das Thema? Ja, das kennen wir doch schon. Das haben wir doch schon mal gehört. Aber ich glaube noch nie in diesem LP. Na, jetzt schauen wir nochmal. Mit wem verbringst du gerne deine Festtage? Vom 30.01. bis zum 15.01. Boah, mal schauen, du. Also ich weiß, auf welcher Seite stehe. Und mit Freunden festet gleich 333 Mal fester. Ich stimme für Team Freunde. Statt mir den Liebsten abzuhängen? Puh, nein. Das ist meine Familie viel lieber. Oh, ich habe weder Freunde noch Familie, also muss ich alleine chillen. Tut mir leid. Bei den Trubeln in letzter Zeit habe ich keine Chance auf Entspannung genutzt. Genau das meine ich. Mir kribbeln vor lauter Stress auch schon die Flossen. Familienkram, Studiarbeit, da sind schon manche Rochen gebrochen. Und dein Roller Chef deiner Familie bereitet dir auch schon jahrelang Stress? Oh ja, ganz genau. Da stürze ich mich über die Tage in meine Büchersammlung. Welchen bizarren Hobbyratgeber hast du denn noch nicht zu Gemüte geführt? Auf jeden Fall seid mir meiner Familie. Ich habe diese ja nicht vergessen, nie gesehen. Entdeckung, liebe Geschwisterchen. Ich kneife alle Pausbäckchen, die ich sehe. Ah, habt dein kleiner Bruder sich das immer noch so gefallen ist wie früher? Ihr habt beide die Festtage wirklich gut durchgeplant. Und ich dabei. Hako, was liegt denn da noch vor dem Pult? So sind die Eintrittskarten. Nein, stopp, das sind ja Rabattgutscheine. Wofür das denn? Deswegen wisst ihr, ich. Hey, dreimal Karaoke, dreimal Bowling, dreimal Zuckerbäcker-Buffet. Ja, richtig gelesen. Und weiter? Oh, Marc, du hast aber Sachen für uns drei den Jahreswechsel geplant. Was? Aber wo? Die Gutscheine hier waren. Ein Pult gehören sicher irgendwem. Jedenfalls sagt man nochmal, ihr heilt von den tollen Festtagen-Deko draußen. Also der Teilthemenwechsel knistert zu hart. Man muss die Tonschale extra entfernen. Oh, auf jeden Fall ziehen wir drei uns die super fancy Festliche an. Also seid ihr dabei? Ein teures Bettfestklamotten soll ich euch geben, in die Schale schmeißen, klar? Was war's denn jetzt mal? Geh jetzt abzustimmen. Ein Update gab's übrigens auch noch. Alles auf der offiziellen Webseite von Splatoon 3. Ja, und die Arenen, die brauchen wir nicht mehr hören. Wir kennen sie. Und deswegen wählen wir auch direkt ein Team aus. Ja, Festtage, wie habt ihr sie verbracht, Leute? Die Festtage sind mittlerweile schon vorbei. Ich habe meine Festtage definitiv nicht mit Freunden verbracht, sondern an und für sich sogar nur mit meiner Mutti, also trotzdem Familie. Nice. Und damit treten wir ein in das Thema Familie. So, dann gucken wir auch gleich mal noch direkt bei der Deko vorbei. Das ist ja auch schon noch ein Thema, was wir noch haben. So, Katalogstufe hat sich wieder erhöht. Ich kriege wieder ein bisschen was. Das ist sehr schön. Und können wir uns auch gleich die Festtagsdings. Oh, ich habe die 3D-Durchblicker, aber ja, da bringt mir noch nicht viel. Unsere Splatfest-Shirt eindecken und uns direkt hochleveln damit. Und außerdem, das darf natürlich in jedem Part nicht mehr ausbleiben oder nie ausbleiben, eine neue Waffe zu kaufen. Arti hat was Neues für uns. Hallo, kann ich dich bitte bewaffnen? Ich hätte gerne einmal für dir den Turbo Blaster. Zusammen mit der Tintenmine und der Tritinferno. Der Turbo Blaster macht seinen Namen alle Ehre und besticht durch hohe Extra-Klecks-Frequenz gepaart mit Tintentank schonendem Verbrauch. Und da ich eben bin, kommt dir sogleich das Schlechte zum Guten. Durchschlagen ist diese Waffe nicht, doch Tintenminen machen diesen Malus in ihrer Signalwirkung fett. Ich für meinen Teil würde den Gegner zunächst mit Sperrfeuer aus Tinte eindecken und dann per Tritinferno die Sache fachgerecht veredeln. Ihr seid vermutlich zum Dominieren bestimmter Arenengebiete. Geeignet, egal. Hauptverteidigung, eher mühsam eingefärbte Arenen oder kühnender Vorstoß Richtung Gegner. Ja, das ist auch das, was wir uns jetzt holen wollen. Weil als nächstes wird dann das hier kommen. Also, ich habe hier noch einiges zu tun. Aber dafür sind wir ja aktuell hier. Und wir legen auch direkt weiter und gehen direkt
rein ins erste Match. So, und damit beginnen wir in der Buckelwahlpiste. Und ich habe auch jetzt den dreifachen Erfahrungsboost eingesetzt. Ich habe davon eh noch einige Coupons, deswegen kann ich ihn auch in Ruhe mal einsetzen. Hier im Revierkampf. Einfach mal zu schauen, wie viel Erfahrung wir kriegen. Dadurch, dass wir sowieso eine Erfahrung brauchen, um uns bald noch die nächste Waffe zu kaufen. Ha! So, sehr gut. Dann habe ich euch jemanden. Aha. Hier unten ist jemand, also. Der mit einem Roller ist. Nee, Wischer. So, Wischer, okay. Aber gut, das soll uns nicht stören, weiterhin. Da gibt es einmal eine Heulboje. Für die Gegner, wir sind weiterhin in Gefahr, okay. Müssen wir es hier kurz aufladen. Hier ist nämlich immer noch nicht alles eingefärbt. Ah, dafür bin ich doch. Da, okay. Wir sind hier schon, werden schon komplett angegriffen hier. Jo, als ob. Okay, also wir haben ein paar Probleme. Oh, der hat, die haben ja nur, der, also der Typ hat auf jeden Fall nur auf Bomben gesetzt. Sehr weird, wenn ihr mich fragt. Nice, ich habe zumindest einen schon mal getroffen. Also die dominieren ja komplett hier. Da haben wir gar keine Chance gerade. Nicht mal die Chance, irgendwas einzusetzen. Da komme ich auch mit meiner Tintmine und meinem Tritinferno nicht weiter, wenn ich das nicht mehr aufladen kann. Dominieren uns ja komplett, ey. Ich muss eigentlich jetzt so viel einfärben, dass ich mindestens einmal das Tri-Inferno starten kann. Sehr schön. Also die haben uns ja komplett fertig gemacht. Holy shit, ey. Hat mir null Chance. Boah, fand ich jetzt irgendwie nicht so geil, das Match. Egal, gucken wir, wie das zweite Match läuft. So, zweite Runde, zweites Glück. Mal schauen, ob wir wieder genauso dominiert werden. Aber ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Aber jetzt mal hier oben färben wir gleich alles ein. Die anderen gehen direkt anscheinend auf Konfi. Also auf Konfrontation. Na gut, sollen sie machen, wenn sie sich damit wohlfühlen. Ich werde es nicht machen. Ich werde hier in Ruhe erstmal ein bisschen was einfärben. Es ist auch scheiße von der ersten Runde aus gewesen, weil ich tatsächlich sogar nicht mal richtig nice, als ob ich tot bin. Nicht mal die Waffe richtig vorstellen konnte. Und das hat mich halt dann auch schon ein bisschen gestört.
hoffe mal, dass es jetzt irgendwie gelingt, dass ich so ein bisschen wenigstens die Waffe vorstellen kann. Mit ihrer eigentlichen Schlagkraft, dass wir hier wirklich ein normales Splatoon-Duell haben. Okay, jetzt haben wir hier. Da haben wir einen getötet. Der nächste ist da oben. Ey, die nehmen aber auch alles hier auseinander, ey. Haben wir bis jetzt auch alles auseinandergenommen. Nichts haben sie ausgelassen. Ich kann nun nicht mal irgendwas machen. Ich treffe auch die Leute nicht. Also, das ist schwierig zu sagen, wie man hier vorgehen soll. Voll erwischt, nice. Also, irgendwie... Boah, kommen wir hier auf kein... Wir sind nicht da. Ach, da sind doch gekommen. Okay. Das ist grad... Nice, und dann bin ich tot. Also irgendwie habe ich keine richtige Chance, die Waffen vorzustellen. Aber auch wir dominieren einfach. Ja, dieses Match hier. Ja, und instant vom Sniper geholt. Vom Sepitor Alpha oder was auch immer das für ein Zeichen ist. Ich weiß jetzt gerade nicht. Bei Alpha kann es, glaube ich, gar nicht sein. Oh, als ob... Also ich habe bis jetzt, glaube ich, keinen einzigen gekillt. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier noch irgendwas umfärben können, müssen wir jetzt aber schnell machen. Oh, wie ist das jetzt? Ich glaube, das haben wir verloren. Ich glaube, das haben wir verloren. Ja, wohl mehr blau zu sehen. Ja, nee, das haben wir gewonnen. Okay. Sah erstmal doch anders aus, als ich dachte. Okay, aber dann haben wir das zweite Match gewonnen. Und dann sollten wir den Rangkampf wechseln. Let's go. Oh, und ich glaube, mit Herrschaft kann ich viel anfangen. Ich glaube sogar, hier bleibe ich drinne. Also die zwei Runden Rangkampf, die wir jetzt noch spielen. Weil Herrschaft ist sowieso einer meiner Lieblingsmodi. Schon in Splatoon 1 gewesen. Und auch somit hier einer meiner Lieblingsmodi mit drinne. Ich hab irgendjemanden Key mitgenommen, aber ist egal. Ich wollte mal hier eine Tintmine setzen einfach. Aha. Okay. So, der ist leider nicht mein Key gewesen. Schade. Ach, Mann! Ich krieg keinen Kill! Es wurde zum ersten Mal Erzähler angehalten von uns. Und jetzt kriegt der Gegner auch noch die Herrschaft. Jawohl, jetzt habe ich endlich mal einen gekillt. Na, fuck, das wollte ich nicht einsetzen, egal. Wir haben einfach nur ein bisschen... Oh, ah, okay, jetzt sind sie alle hier auf der Mitte verteilt, damit wir nicht rankommen. Ich verstehe. Aber aktuell haben wir halt noch das große Glück und Führen. Wir haben die Zelle angehalten. Perfekt. Allerdings nur für ganz kurze Zeit, aber die Herrschaft ist wieder auf unserer Seite. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur wieder
irgendwie nach vorne kommen erstmal. Ich sehe den da hinten schon. Der ist auf jeden Fall auch tot. Ist egal, ist egal, ist egal. Unsere Zeit fällt nicht weiter. Verdammt. Ja, jetzt wird es wieder schwierig, hier irgendwie was zu machen. Keine Ahnung, wo ich bin, auf jeden Fall tot. Irgendeiner war hinter mir. Voll erwischt. Sehr gut. Wir sind schon wieder am Start hier oben. Ich sehe da hinten einen. Jo, und der hat mich einfach instant erwischt, egal. Sieht gut aus. Zähler kurz angehalten für uns. Und das Gegner-Team muss ich den Zähler wieder. Aber das ist ein super geiles Match jetzt schon. Das gefällt mir. What the fuck? Hallo, schieß. Danke. Okay, nice. Ja, komm, du und dein scheiß Triferno. Vicky, das kann ich aber auch, falls du es vergessen hast hier, ne? Einmal da, einmal da, einmal da. Ja, und das war's. Verdammt! Aber geiles, intensives Match. Geiles, intensives Match. Alter, KO-Sieg für die Gegner. Na gut, so kann es weitergehen. Nächste Runde. Zweite Runde Herrschaften der Störwerft. Ich bin sehr gespannt. Jetzt mal schauen, wie es läuft. Wir müssen jetzt nur irgendwie versuchen, hier direkt vorzudringen. Und das passt doch auch. Ja, und direkt alle auf mich da oben. Und direkt haben die Gegner die Herrschaft. Und haben sie noch komplett erwischt. Ja, wie wird das jetzt am blödesten gemacht tatsächlich? Alles ging auf mich. Geil. Okay, aber ich merke schon, das Team ist zu überpowered. Also ich habe keine Chance, irgendwie was hier zu machen. Yo, what? Hä? Als ob da jemand oben stand. Never. Da stand einfach nichts bei mir, aber gut. Ich bin einfach instant down gewesen. Ja, und ich werde wieder instant zerstört. Also, die Runde sieht nicht sonderlich gut aus für uns.
Aber so überhaupt nicht. Okay, da können wir noch eine und runter ranhängen. Let's go. Die letzte Herrschaft für heute. Mal schauen, ob wir zurechtkommen. Ich glaube, ich habe gerade im ganzen anderen Team nur Japaner gesehen. Okay, wir haben definitiv verloren. Wir sehen nur Japaner im komplett anderen Team. Das ist irgendwie nicht so cool. Jetzt mal hier ein Dings, das ist sehr gut. Das ist schon wieder angehalten, als ob. Scheiße! Yo, einer auf unserer Seite macht Radau. Yo! What the TF? Ja, also die Japaner können wir definitiv nicht besiegen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also die Runden waren heute allesamt echt scheiße. Also wirklich richtig scheiße. Fuck. Also doch, die Runden waren allesamt heute wirklich absolut beschissen. Es war keine einzige gute Runde dabei. Wir werden auch hier wieder komplett zerstört. Ja, komplett zerstört, ey. Ja, was soll man machen? Damit ist meine Siegesserie auch übrigens vorbei. GG. Ja, cool. Das war's für den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Dislike da für die schlechten Runden und bis zum nächsten Mal. Ciao.